Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Kapitel-Review und zwar zu Burnswitch Kapitel 3. Das geht erstmal damit los, dass der Banks, das ist dieser Vorgesetzte von Nini und Noel und auch Balgo irgendwie mit einer dieser ganz hohen Personen spricht und diese sagt ihm, ja, hier deine Untergeordneten sind ziemlich in der Klemme und dass dieses Exekutionskommando, also dieser Befehl, Balgo zu töten, ausgesprochen wurde und dass sich Banks doch gefälligst mal um seine Leute kümmern sollte. Danach wechselt es auch wieder direkt zum Ort des Geschehens. Da war ja der Bruno aufgetaucht und der macht erstmal ordentlich Ärger und greift auch an. Und wir haben immer so einen kleinen Kampf. Nini und Noel sind dem jetzt auch nicht so wirklich gewachsen. Er sagt halt auch, dass jetzt auf Balgo, ja, dass Balgo getötet werden soll. Woraufhin sich jetzt erstmal Noel den Balgo schnappt, der da draußen munter rumläuft. Der nimmt das irgendwie alles so gar nicht für so ernst. Balgo, ich mag ihn irgendwie. Und dann wird er von Noel gegriffen. Währenddessen verliert Nini ihre Schusswaffe, die dann von Noel aufgesammelt wird. Und sie beginnt damit dann auf Bruno zu schießen. Damit haben die dann erstmal Zeit zu entkommen. Nini schnappt sich dann noch Macy, die gibt es ja auch noch, und haut mit der dann auch ab. So wird sie auch aus der Gefahrenzone gebracht. Macy ja, trauert dann noch Ellie hinterher. Wer ist schon wieder Ellie? Das ist der Drache, den Macy besitzt. Und die vier kommen erstmal an einem ruhigeren Ort an und können sich erstmal etwas erholen von dem Ganzen. Währenddessen hat Bruno übrigens auch eine neue Drachenmauer aufbauen lassen. Also das wird halt immer dann aufgebaut, wenn halt ein Drache in der Nähe ist, um halt den restlichen Ort zu schützen. Das haben die beiden Mädchen ja schon im ersten Kapitel gemacht, nur mit so einem Absperrband. Der Bruno hat da allerdings schon eine Stufe höher und riegelt somit das Gebiet ab. Es ist jetzt nicht wirklich klar, ob Nini und Noel und Balgo daraus entkommen können oder ob auch die dann dort drin gefangen sind, solange bis diese Aufsperrung aufgehoben wird. Jedenfalls erfahren wir jetzt ein bisschen etwas über Macy, ihre Hintergrundgeschichte, nämlich sie kann Drachen sehen. Sie hat eigentlich eine Fähigkeit, die nur Leute aus diesem hinteren London, auf diesem Reverse London haben können. Und diese werden sozusagen Überwacher genannt. Wir erfahren auch, dass Nini und Noel da scheinbar auch mit sind. Darauf ist allerdings nicht so viel eingegangen. Jedenfalls findet Macy eines Tages einen Babydrachen, nämlich Ellie. Und diesen nimmt sie halt mit nach Hause und gibt ihm halt Essen und Trinken. Der Drache war halt noch auf diesem Vorderseite, also im normalen London, wo die eigentlich gar nicht wohl sein dürften, beziehungsweise von den normalen Menschen gar nicht gesehen werden können. Aber Macy hat halt diese besondere Fähigkeit und hat diesen Drachen gesehen. Und daraufhin dachte sie halt, sie wäre halt etwas Besonderes, weil das Leben so in der Band, sie war halt nur dieses Maskottchen sozusagen und war da, um gut auszusehen. Aber jetzt mit dem Drachen hat sie gedacht, sie hatte etwas Besonderes, weshalb sie auch so an diesem Ellie-Drachen hängt, den sie jetzt erstmal zurückgelassen haben. Ich denke allerdings mal nicht, dass er draufgehen wird. Und sie hat Ellie halt großgezogen und hat eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Verständlicherweise will sie sich deshalb auch nicht von ihm trennen. Ist ja irgendwie wie so eine Art Haustier. Und bis jetzt hat Ellie ja auch noch gar nicht wirklich sowas Böses gemacht. Das war jetzt nicht irgendwie so ein schwarzer Drache, den wir schon vorher gesehen haben. Der war halt bis jetzt da und hat Macy ja geholfen. Nachdem wir das jedenfalls erfahren haben, dauert es aber auch nicht mehr lange, bis der Bruno wieder auftaucht. Und dieser beschwört direkt einen Drachen, denn wie es aussieht, haben zumindest diese oberen Captains da von diesen Tophorns, können wohl auch einen eigenen Drachen beschwören. Ob das sowas wie die San Pacto ist, was wir ja in Bleach haben, beziehungsweise die Shinigamis benutzen, wie der Burnswitch und Bleach soll ja angeblich in der gleichen Welt spielen. Aktuell bin ich sehr schwer zu glauben, muss ich sagen, weil die Soul Society im Westen unterscheidet sich ja extrem, weil es gibt halt auch nicht so wirklich, bis halt auf diesen verschiedenen Kommandanten und Einheiten
gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Verbindung, also eine Ähnlichkeit. Wir erfahren übrigens auch noch, dass Bruno, der Captain, beziehungsweise Direktor von den Inkas ist, aber von denen sehen wir auch nichts. Wir kennen jetzt bis dahin nur diese Pipers, die halt ihre Hörner haben und ihre Pistolen. Aber wir haben noch keine wirklich andere Einheit mal in Aktion gesehen, außer jetzt, wie gesagt, Bruno, aber das ist direkt der Oberste. Aber keine anderen normalen Mitglieder. Mal schauen, ob das im nächsten Kapitel noch kommen wird. Jedenfalls sagt der Bruno, dass mittlerweile ein Befehl rausgegeben wurde an jeden Magier, an jede Hexe in diesem marischen London mit dem Befehl bzw. mit der Info, Balro zu töten. Und das kann auch scheinbar ein Magier oder eine Hexe sein, die überhaupt nicht mit zu dieser Soul Society West Branch gehört. Wer Balro sieht, kann ihn töten, bekommt Ruhm und wird für alle Ewigkeiten in die Geschichte von diesem magischen London eingeschrieben. Damit endet auch das Kapitel, dass dieser Befehl wirklich an jeden Magier, Magierin, Hexe, Hexer rausgeht. Und Balro schaut auch nur so, was ist denn jetzt los? Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein Kapitel von Burn the Witch. Das nächste Kapitel, da sind ja schon Gerüchte im Umlauf, dass es 55 Seiten haben wird. Trotzdem sollte uns allen klar sein, dass man Burn the Witch jetzt nicht in einem Kapitel beenden kann. Das war seit Kapitel 1 klar, die Welt wurde zu groß aufgezogen. Allein, dass wir schon alle dieser Tophorns gesehen haben, bis halt auf einen, der halt abwesend war. Wobei, ich glaube, da war so eine Frau. Aber auch das wurde ja erwähnt. Wir haben die, wie gesagt, alle gesehen. Am Anfang von diesem Kapitel kam nochmal diese eine vor. Wir haben jetzt Bruno und wie gesagt, mit Macy hatten wir in Kapitel 2 dann auch schon wieder einen neuen Charakter. Mich würde es nicht wundern, wenn in Kapitel 3 jetzt, Kapitel 4, wieder ein neuer Charakter eingeführt wird. Würde mich überhaupt nicht wundern, aber wie gesagt, seit dem Ende von Kapitel 1 ist klar, das Ganze kann man nicht in 4 Kapiteln beenden. Es ist auf eine wirklich große und lange Geschichte ausgelegt. Oder zumindest, an sich hat Burn the Witch Potenzial für eine wirklich große und lange Geschichte. Sicherlich, man könnte sicherlich auch irgendwie sehr stark kürzen auf nur wenige Kapitel, wenige Bände, aber mehr als 4 Kapitel und mehr als ein Band, mindestens 3 bis 5 Bände, wobei eigentlich das hat Potenzial für 20, 30 plus Bände, wenn wir mal ehrlich sind. Wie gesagt, ich bin schon wirklich sehr gespannt auf das nächste Kapitel, auf das letzte Kapitel. Ich bin auch gespannt, ob wir irgendwas erfahren werden, ob Burn the Witch vielleicht nicht dann doch noch länger in Serie geht, ob nicht noch mehr geplant ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, was mit diesem Worldbuilding, wenn ich nach Kapitel 4 dann Schluss ist und wir nichts mehr von Burn the Witch hören, außer halt der Film, der am 2. Oktober kommt, der ja aber auch nur den Manga abdeckt. Das ist ja also, wie es aussieht, keine Fortsetzung. Der Film geht ja nur 60 bzw. 61 Minuten. Das ist halt eine gute Zeit, um 4 bzw. vielleicht 5 Kapitel mit dem One-Shot abzudecken. Und das war's. Also, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass da noch was kommt. Vielleicht haben wir ja schon beim nächsten Kapitel schon irgendwelche Infos, dass es vielleicht doch in Serie geht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich würde noch sehr gerne mehr von den Charakteren sehen. Wie gesagt, ich mag all unsere 3 Hauptcharaktere sehr gerne. Vor allem natürlich Nini, die übrigens scheinbar Nina heißt. So wird es zumindest von Macy genannt. Ist Nini irgendwie eine Art Verniedlichung oder Kosename für den Namen Nina? Würde gerne mehr von Nini, Balgo und Noel sehen. Wie gesagt, vor allem Nini mag ich sehr gerne. Balgo ist auch recht cool und Noel, auch nicht schlecht. Wie gesagt, würde mich da sehr drüber freuen, aber gut, da muss man mal abwarten, was da noch so kommt. Und wir gehen jetzt immer davon aus, dass das nächste Kapitel das letzte Kapitel wird. Und ich bin mal gespannt, wie es enden wird. Es kann ja nur ein offenes Ende sein oder ein unglaublich unzufriedenstellendes. Also Cliffhanger oder unzufriedenstellendes Ende. Wobei, ist ein Cliffhanger nicht auch irgendwie so ein bisschen unzufriedenstellend? Nun gut, das Ganze werden wir beim nächsten Kapitel erfahren. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.
Thank you.